Ja, hallo Freunde. Heute bastel ich mit euch zusammen einen schönen Sonnenfilter für die Sonnenfotografie. Und man merkt es vielleicht an meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Das Problem ist, ich konnte die ursprüngliche Tonspur gar nicht verwenden, deswegen muss ich das alles nachsynchronisieren. Und da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Doch was brauchen wir jetzt genau für den Sonnenfilter? Ein Cuttermesser, das ist optional, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Eine Schere, die braucht ihr unbedingt. Dann ein bisschen Tesafilm. Ein Klebestift, doppelseitiges Klebeband, ein paar Handschuhe, gerade für die Sonnenfilterfolie, dann einen Karton, aus dem wir den Aufsatz bauen können und natürlich die Sonnenschutzfolie. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt vier Kreise malen. Und zwar einmal mit der Größe des Objektivdurchmessers bzw. in dem Fall dem Teleskopdurchmesser. Dann nehme ich hier einfach die Schutzkappe von meinem Teleskop. Und danach brauchen wir noch einen etwas größeren Kreis und da nehme ich einfach einen Topfdeckel dafür. Und das sind jetzt unsere beiden Kreise. Wie gesagt, der innere Kreis muss in etwa so groß sein wie das Teleskop. Ein bisschen größer wäre besser. Hier habe ich also meine 15 cm, sogar ein bisschen mehr. Und der äußere Kreis wiederum, der sollte ungefähr 10 cm größer sein. Er hat jetzt bei mir nur 6 cm, aber das funktioniert trotzdem. Die Folie alleine ist schon gar nicht so groß. Aber so können wir auf jeden Fall die Folie sicher da dran kleben. Wichtig ist halt, dass die Folie größer ist als der innere Kreis, dass sie komplett überklebt. Und jetzt müssen wir die beiden Kreise nur noch ausschneiden. Die oberen beiden sind Müll, wir brauchen jetzt nur die beiden Kreise hier. Und jetzt kommt auch schon unser doppelseitiges Klebeband zum Einsatz. Jetzt müssen wir im Endeffekt das doppelseitige Klebeband auf beide Ringe auftragen. Und zwar wirklich vollflächig, dass wir dann da später die Folie draufkleben können. Ich empfehle euch auch, ein etwas dickeres Band zu nehmen als ich. Mein Problem war einfach, dass ich kein anderes gefunden habe. Das war das Einzige, was wir im Laden hatten. Aber ich empfehle euch wirklich, holt euch breiteres Band. Jetzt muss ich damit arbeiten, aber das funktioniert trotzdem. Jetzt habe ich hier schon mal so gut es geht mit dem schmalen Beklebeband geklebt und ihr seht von selber, besser ist auf jeden Fall breiteres Klebeband. Aber das funktioniert trotzdem, das ist jetzt kein Beinbruch deswegen. Hauptsache die Folie ist mal fixiert und später wird es sowieso noch rundherum dicht gemacht. Jetzt im nächsten Schritt geht es dann auch schon an die Folie. Jetzt sind wir auch am schwierigsten Punkt angekommen, denn jetzt geht es darum, die Folie zu verkleben. Was ich jetzt mache, ist einen der Ringe nehmen, drauflegen, schauen, dass das Ganze ungefähr mittig da liegt, dass wir auch überall schön drüber sind. Und dann nehme ich mein Cuttermesser und schneide da einfach das untere weg, was übersteht. Dabei auch unbedingt darauf achten, dass die Folie nicht jetzt unbedingt großartig kaputt geht oder eingerissen wird. Jetzt sehen wir das Ganze im Endeffekt an, legen das erstmal beiseite, entfernen die Schutzschicht und da sehen wir auch schon unsere schöne Schutzfolie. Und jetzt darf nichts schief gehen. Wir nehmen jetzt erstmal unseren Teser und kleben jetzt erstmal jede Seite einmal kurz ab. Wichtig ist dabei, das Ganze spannungsfrei zu machen, dass die Folie schön sauber drauf liegt und nicht unbedingt unter Spannung steht. Dann holen wir uns jetzt einen unserer beiden Ringe und entfernen dort erstmal die Schutzfolie von unserem doppelseitigen Klebeband. Da habe ich jetzt schon die Klebestreifen weggemacht, den drehen wir jetzt einfach um und legen ihn ganz vorsichtig auf die Folie. Dabei gehen wir auf etwa 1 cm Höhe und lassen das Ganze dann einfach vorsichtig fallen. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir das Ganze auch spannungsfrei verkleben, das ist wirklich wichtig. Wir fahren jetzt vorsichtig herum und diese ganzen Wellen da drin sind nicht weiter schlimm. Die Wellen machen am Ende keinen Unterschied. Und können jetzt, nachdem das Ganze gut sitzt, die Ränder wieder wegschneiden und vorsichtig den Sonnenfilter abheben vom Karton. Und das Ganze können wir jetzt auf der anderen Seite wiederholen. Die Folie einfach umdrehen und genau wie bei dem Nadel davor einfach den Ring auf 1 cm Höhe heben, vorsichtig fallen lassen und danach auch diesen schön festdrücken. Und fertig ist unsere Sonnenfilterfolie. Ich habe jetzt noch die Ecken schön entfernt. Das Seidenpapier habe ich jetzt mal drauf gelassen, dass dem Filter nicht viel passiert. Dann lege ich jetzt da wieder drauf. Das kann jetzt erstmal wieder weg. Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Schritt. Jetzt müssen wir nämlich im Endeffekt eine Fassung um dieses Teil hier bauen, dass wir das Ganze auch mit unserem Teleskop verbinden können. Was wir jetzt machen, ist aus dem übrig gebliebenen Kartonpapier etwa 5 cm breite Streifen rauszuschneiden. Und dann machen wir ruhig 2-3 Stück, dass wir dann ein paar Lagen auf unser Teleskop kleben können.
Jetzt nehmen wir im Endeffekt unser Teleskop zur Hilfe, legen da unsere Streifen drauf, schneiden das Überschüssige ab und kleben das Ganze mit doppelseitigem Klebeband dran. Der Vorteil ist, wir können jetzt einfach die Folie oben entfernen und dann einfach den nächsten Streifen einfach oben drauf kleben. Das sollten wir mindestens 2-3 Mal wiederholen, dass wir auch wirklich eine schön stabile Fassung haben. Und da wir das Ganze am Teleskop befestigen, ist auch garantiert, dass das Ganze passt. Jetzt nehmen wir unsere Ringfassung, die wir uns gerade gebaut haben, setzen das Ganze so mittig wie nur möglich auf unseren Filter und versuchen jetzt das Ganze miteinander zu verkleben. Ich habe dann lange überlegt, wie kriege ich das Ganze am besten fest, und ich habe dann einfach solche Ecken daraus geschnitten aus dem restlichen Karton, habe die umgeknickt und die kann ich jetzt dann einfach mit Tesa und Klebestift dann zusammen da aufkleben. Und wenn wir das gemacht haben, dann ist unser Filter eigentlich schon fertig. Jetzt können wir das Ganze am Teleskop festmachen. Ich nehme euch jetzt auch mal seitlich hin, dass ihr das mal richtig sehen könnt. Und wichtig ist halt wirklich, dass dieser Filter stramm drauf geht und auch wirklich fest sitzt. Weil es ist eine Katastrophe, wenn euch dann während ihr in die Sonne reinschaut oder in dem Fall dann fotografiert, dann eine Windböe kommt und euch den Filter vom Teleskop wegzieht. Deswegen so fest wie möglich dran machen. Ich habe den Filter jetzt mal eben weggemacht, habe mal kurz meinen Powertank geholt, der hat nämlich einen dicken LED-Scheinwerfer drin und habe da einfach mal da davor gestellt. Und wenn ich ihn jetzt entferne, sieht man eigentlich schon, wie krass eigentlich diese Filterleistung ist. Sobald ich den Filter jetzt wieder aufsetze, seht ihr sogar hinten an der Balkontür die Spiegelung. Also, das ist wirklich ein starker Filter. Trotz alledem ist er nicht für die visuelle Beobachtung geeignet. Jetzt haben wir es ja im Endeffekt geschafft. Jetzt haben wir unseren Sonnenfilter gebaut. Ihr konntet auch mal sehen, wie stark der eigentlich im Endeffekt funktioniert. So sieht der jetzt vom Teleskop aus. Und ich habe noch ein bisschen Folie übrig gehabt. Und mit der habe ich mir dann das da gebaut. Für die kleine Lumix, die ich noch habe. Die hat ja auch ihren super tollen optischen Zoom, mit dem wir auch den Mond fotografiert haben. Und damit habe ich jetzt natürlich auch die Möglichkeit, mit meiner kleinen Lumix die Sonne zu fotografieren. Und das klappt sogar ziemlich gut. Da folgt demnächst auch nochmal ein Video. Ich würde aber sagen, das war es jetzt erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch da helfen und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ciao.